Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. In meinem letzten Film habe ich euch Briefe vorgestellt, mit denen ich auf Briefschatzsuche ging. Und da waren auch ein paar DDR-Briefe dabei, wo noch einiges ergänzend zu sagen ist. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren, denn so bekommt ihr immer meine neuesten Filme zum Thema Sammeln, Laufen und Reisen mit. Aber nun zu diesen DDR-Briefen. Es waren ja insgesamt 5 Stück. Ich habe jetzt mal hier exemplarisch 2 davon nochmal hingelegt. Sie tragen die Michelnummer 300 und 301 und stammen aus dem Jahr 1952. Jetzt hat mich einer der Zuschauer aufmerksam gemacht, dass diese Briefkuverts extrem hell sind und dass er meint, dass die nicht aus der Zeit von 1952 von der DDR stammen können. Jetzt habe ich mich etwas schlau gemacht. Zuerst habe ich die Briefe unter eine UV-Lampe gelegt und dann auch festgestellt, dass alle diese 5 Briefe, hier sind noch die anderen 3, unter der UV-Lampe fluoreszieren. Jetzt war natürlich die große Frage, ab wann gab es fluoreszierendes Papier, also wann wurden solche Aufheller für Papier verwendet. Und da machte mich dann ein anderer Facebook-Freund darauf aufmerksam, der mal bei Bayer arbeitete. Da gibt es auch eine Seite dazu von Bayer. Hier sieht man sie, das ist die blanco-vor-ober.com Historie. Denn zur Aufhellung vom Papier erfand Bayer Blanco vor. Diese optischen Aufheller wurden im Jahr 1940 erfunden. Und wurden dann meist so ab der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Ja, dazu ist auch zu sagen, dass zum Beispiel die Hitler-Tagebücher, also diese gefälschten, von Kujau gefälschten Hitler-Tagebücher, da verwendete er auch mit Blankofor aufgehelltes Papier. Und da war dann natürlich klar, als man das dann feststellte, dass das nur Fälschungen sein können. Aber jetzt in diesem Fall könnte es durchaus möglich sein, dass solche Briefkuverts bereits schon im Jahr 1952 gab und es auch in der DDR. Trotzdem halte ich jetzt einmal die Briefe für zweifelhaft. Das sind die wahrscheinlich nie zu diesen Adressaten gelaufen. Auffälligerweise sind es jetzt auch verschiedene Adressaten. Ich habe jetzt auch mal überprüft, ob es diesen Badhausgatern in Söderdelje denn gibt. Das gibt es, diese Adresse noch. Aber ja, das denke ich, ist nie echt gelaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, wurden die Briefmarken bereits im Jahr 1952 aufgeklebt und eventuell von der Post abgestempelt oder wurde da später irgendwas gefaked? Aktuell tendiere ich eher auf ein Fake, denn diese Briefmarken wurden auch von der DDR mit Gefälligkeitsstempeln versehen und kamen dann auch als Devisenbeschaffer dann zum Beispiel auch in den Westen in den Umlauf, wurde dann günstiger verkauft als der Nominalwert da drauf stand. Und ich habe jetzt auch mal bei eBay nachgeschaut, da gibt es durchaus viele Angebote mit Viererblöcken und mit den gleichen Stempel drauf. Dieser Ersttagsstempel, der ist auf alle Fälle echt, wurde anscheinend auch für Gefälligkeitsstempel verwendet. Und wahrscheinlich wurden da ganze Bögen damit abgestempelt und auch diese Bögen kamen dann in den Umlauf. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der Sammler hergegangen ist aus dem Bogen. Da hat er ja wahrscheinlich einen kompletten Bogen, dass er da Viererblöcke raustrennte. Die waren ja schon gestempelt und die hat er dann einfach auf diese Briefe aufgeklebt. Ging ja auch einfach, hier ist der Stempel schön drauf, da geht ja nichts auf das Briefkuvert über. Kann man also wunderbar fälschen und da war dann wahrscheinlich auch noch zuvor der Originalgummi drauf, da braucht er auch dann keinen Kleber verwenden. Also das war dann ganz einfach zu machen. Vom Wert her ist natürlich zu sagen, ich hatte die jetzt so zwischen 5 und 7 Euro pro Stück eingeschätzt. Das muss ich natürlich ganz klar nach unten revidieren, denn diese Briefe, die haben dann eigentlich nur den Briefmarkenwert. Stempel und Briefmarke ist ja echt und das ist auch ein Gefälligkeitsstempel. Man könnte sie jetzt eigentlich dann auch wieder rausschneiden oder sogar ablösen.
Daher reduziert sich dann der Wert dieser Briefe wohl bei etwa 2 Euro pro Stück. Ich habe sie für 2 Euro auch eingekauft. Und war dann 2 Euro wahrscheinlich dann auch schon ein ganz guter Preis, also schon ein ziemlich hoher Preis. Also wie gesagt, bei der Briefmarkenschatzsuche und Briefeschatzsuche kann man natürlich auch mal daneben greifen, wenn man nicht aufpasst. So wie ich jetzt in diesem Fall. Aber trotzdem steckt ja da eine interessante Story dahinter. Und das war es eigentlich schon zu dem Thema. Und wenn euch der Film gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!